So Leute, auf den Weg zur IDGM, also die DGM nur international, und wir fahren hier gerade beim Alex weg. Das Dickerchen, da haben wir gerade eingeladen, da hinten noch die Manu und die Alina, und ja, Iffel ist auch dabei, aber der wird nicht gefilmt, wie immer. Jo. Und jetzt fahren wir weiter und wir sehen uns dann auf dem Gelände oder vom Eingang oder irgendwie so. So Freunde, am Parkplatz geparkt, direkt am Gelände vorbeigefahren. Jetzt müssen wir noch hinauflaufen. Ja, aber im Prinzip keine Hürden mehr. Wir sind da. So Leute, die erste Runde haben wir jetzt einmal halbwegs vollständig. Hier ist alles so zerrissen und weitläufig, das ist der Hammer. Zwischen der Aussteller stehen auf einmal wieder die Teilnehmer für die Meisterschaft. Also ihr werdet es selber sehen. Ich probiere so viel zu filmen wie möglich. Gleich der erste, wo wir in die Augen gesprungen sind, wo wir hier aufs Gelände kommen ist. Wieder mal der Jeffy, er hat es wieder geschafft. Schönen guten Tag alle. Ja, mit der Dolly-Sauce. Immer noch zu empfehlen, auf alle Fälle. Jo, und ich würde sagen, bei dir läuft? Läuft, alles noch. Wunderbar, wunderbar. Ja, würde ich sagen, ab jetzt die nächste Runde filme ich ein bisschen mit und zeige euch hier mal, ja, was alles so abgeht. Da ist der Start von der Dolly Sauce, dann geht es da wirklich hier weiter. Ganz hinten sind, ist was eingefallen, die Wettbewerbsteilnehmer. Dann sind die wirklich links und rechts komplett verteilt. Hier haben wir noch einen Schock fürs Video. Ja, und dann gehen wir einfach mal weiter. Alex, warum sagst du so böse Sachen zu mir? Mach schnell das Video, muss nicht so lang werden. Du hast es verdient. Wie immer, wie immer. Aber egal, jetzt gehen wir mal in die Richtung hinter. Ich drehe mal wieder die Cam und filme ein bisschen mit, was hier so ausgestellt wird. Und irgendwo brauche ich jetzt mal was zum Essen. Das sieht mir nach einem Wettbewerb aus. Nach einem Kinderwettbewerb wahrscheinlich. Bereitet ihr hier wieder für einen Kinderwettbewerb vor? Habe ich recht, oder? Ja. Na also. Alina, willst du nicht teilnehmen? Da kannst du einen Grill gewinnen für mich. Ja. Ja. Dann komm mit. Anmelden. Da machen die von der GBA einen Livestream. Da tanzen wir mal wieder im Hintergrund rum. Haha. Ah! Also, richtig, so, irgendwie so, ne? Richtig Alarm, ne? Die Anmeldung. Nicht nur in Deutschland ist alles die Regel, sondern auch in der Metzgerei. Und das ist also so, dass die Hundewinden guckt mich bewusst so an. Das heißt, ich bin bewusst ein. Und bei Uhrenhändlern hat mir letztens jemand erklärt, dass also wirklich sehr gemacht. Zerrissen hier. Stehen hier. Zwischendrin kommt wieder und mal Don Markus. Nein, das, weil ich das so anlächle. Oh, natürlich, ja klar, es ist positiv und es ist symmetrisch, natürlich. Ja, und wie gesagt, hinter den Ausstellern überall verstecken sich wieder Zelte von den Teilnehmern. Die Barbecue-Wiesel dürfen natürlich wieder nicht fehlen.
nicht ganz klar. Tja, dann kann man schon wieder umdrehen und in die andere Richtung wieder laufen. Drücken wir mal Kasse auf 10%. Ich mache hier auch wieder am Start. Die Räuchergeneratoren und Co. Dann wandern wir mal von der einen Seite wieder zur anderen rüber. Also mittlerweile ist schon wesentlich mehr los. Hier sind wieder Teilnehmer aufgebaut. Smoker-Bände. Auf der anderen Seite direkt dick. Da ist das Breuking-Zelt dieses Mal. Böses Cook and Barbecue! Aha! Die Szenen werden jetzt zensiert. Hi! Gut sieht's aus! Hallo! Hallo! Bin ich Nicole! Na? Ja, dann lernen die zwei sich jetzt auch mal kennen. Hallo, Manu! Ich bin Nicole von Böses Cook and Barbecue. Jo! Das stimmt! Sowieso! Ja! Kennen wir schon! Filmen wir mich wieder! Irgendwas mit Heimatgriller? Überall. Zwischen der Aussteller. Also alles wirklich kreuz und quer gemischt. Ist irgendwie nicht schlecht, aber irgendwie auch sehr weitläufig zum Latschen alles. Die Barbecue-Sauce. Was ist los? Da ist jemand, den wir kennen. Wo ist jemand, wo wir kennen? Der Shit. Yo, Sean, they know we came here to party. Wer denn? Der war auch bei der DGM Fulda. Ja! Heiko! Wir sind jetzt wieder am Napoleon-Stand und hier geht jetzt das Kindergrill los, wo Dalina mitmacht. Die Kamera kriegt Manu in die Hand. Und ja, die wird ein bisschen mitfilmen. Das heißt, um 13.35 Uhr spät abgaben. Ui, guck mal. Was ist denn das Schönes? Das ist ein Burger machen. Ja, ist ein Burger machen. Ui, sehr schön. Ich würde den gerne selbst essen. Ja. Mein Schatz, sie hilft ein bisschen, mit dir ein bisschen. Komm, helf nach. Nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen. Ja. Ja, genau. Leg den da drauf. Ja. Das fällt genau in die Mitte. Sehr schön, macht ihr das? Ich sehe auch gerade, der eine oder andere benutzt den Deckel und schließt ihn, obwohl es regnet. Andere lassen ihn offen. Nur so als Dankeschön. Hier wird ein schöner Bürger jetzt gemacht. Das macht alles die Alina. Naja, er hilft mir ein bisschen, aber das sagt er ja. Ein bisschen helfen. Die ersten Bürger. Wie sieht der Bürger jetzt aus?
Pass auf, der Grill ist heiß. Ja, jetzt drauf auf den Salat und legt den schön sauber hier drauf. Schön sauber auf drapieren. Ja, hab ich. Ja, leg das schön auf. Ja. Gut. Jonas. Gut, lass gut sein, lass gut sein. Runter, bevor es hier einschüttelt. So, der Hoxie Fury. Ja, schon mal die. Da schauen wir mal, was dabei rauskommt. Die Gewinner sind wir jetzt schon. Wie jeder andere auch. Wir dürfen die Zange und den Wender nämlich auch mitnehmen. Und Alina darf die Schürze behalten. Cool, oder? Sehr schön. Also immerhin schon mal etwas. Und hier kriege ich noch was ganz was Leckeres. Ein Slushy mit Bacardi. Yummy. Sehr geil. Das hat sich doch schon wieder gelohnt, das Wochenende. Ich danke dir. Ich weiß von nichts. Ich kenne mich nicht aus. Wenn es was dafür ist, muss man ja spezial sein. Probier mal den Slushy, ob er dir überhaupt schmeckt. Ist mit Cola drin, ne? Ja, mit Cola. Jackie drin. Nee, Bacardi. Probier mal eben. Knallt auf. Guten Appetit. Das ist die Schmecke. Wird gerechnet und ausgewertet? Wisst nicht mehr? Nein. Gut, bleibt mir mehr. Ja. Hier nochmal die ganzen Teilnehmer. Kommt meine Herren zusammen. Und dann warten wir jetzt mal aufs Ergebnis. Viele vierte Plätze haben wir heute. Ganz, ganz viele. Wir haben keinen dritten Platz dieses Mal. Das ist die schlechte Nachricht, aber wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Wir haben zwei zweite Plätze. Punktgleichheit bedeutet zwei zweite Plätze. So, Alex, muss ich mir mal die Hilfe kosten? Halt mal die. Wir fangen an mit dem zweiten. Team Nummer 6. Nein. Die Alina von Grill Chunky. Yeah. 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 Ja, immerhin der zweite. Ja. Digga, steht noch ganz fest. Nehmt ein scharfes Messer, ein Puff. Ja, also. Süß. Sehr schön. 3 Monate kein Taschengeld. Du hast nicht den ersten gemacht. Nee, Schmann, sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Geil. Dann geht's weiter. Mit den zweiten. Das schauen wir uns jetzt auch noch an. Spannung steigt, kann schon mal sagen. Das war ein Team. Und zwar die Grillfreunde Kappel, der Hannes und die Jonna. Herzlichen Glückwunsch! Hey! Hallo! Glückwunsch! So, nun geht's los mit etwas Trommelwirbel. Geht um den ersten Platz. Ganz klar, der beste Bürger, ein Punkt Vorsprung, 30 Punkte, von maximal fast 30 Punkten, haben gewonnen die Schnellgriller Janek und Lukas. Ja, sehr gut, sehr gut. Auch in Ordnung. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der Wahnsinn. Die ja. Gewinner haben gewonnen. Ist doch geil, oder? So, jetzt gibt es noch einen großen Preis von daher, ich hab ihn drüber. Und du bist schuld, du hast uns zu wenig Punkte gegeben. Oh, tut mir leid. Ey, aber wir sind wir noch zweiter Platz. Ja, auf alle Fälle. Sind wir auch zufrieden?
Ja, aber auch wirklich sehr gut. Jo. So, eines noch. Ich glaube, was die Kids hier veranstaltet haben, war ganz großes Kino. Deswegen bitte jetzt die Erwachsenen einen riesen Applaus für die Griller. Hey! So, alle nochmal ran für ein Foto. Na, das ist doch schön, oder Leute? So, das freut uns. So, mach doch alle nochmal ran. So, alle nochmal. Sehr gut. Gut, wir sagen viel, viel hoch. Tja, um einen Punkt daneben gelegen. Egal, es war passt trotzdem. Es haben auch so die Richtigen gewonnen. Herrlich. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns weiter um. Ja, hier auf dem Gelände. Mhm. Gekriegt. Ein Brotback. Oh, auch nicht schlecht. Auf dem Gasgrill. Sehr geil. Jetzt wird es Zeit, dass wir wirklich wieder irgendwie hinauskommen zum Grillen. So, endlich aufgewacht. Da, probier mal meinen Slushy. Probier mal meinen Slushy. Jetzt probieren doch mal. Der mag kein Bacardi, der Typ. Allgemeines Aufkleber verteilen. Ich habe, glaube ich, auch mittlerweile zwei auf dem Rücken. Der Gerrit hat einen drauf, weil heute haben wir den Deal, dass wir sie drauf lassen. Hat der Sebastian schon einen drauf? Ja, wunderbar. Ja, genau. So sieht es heute aus. Ja. Also Leute, ich habe es jetzt geschafft, mir endlich was zum Essen zu holen. Aber ganz ehrlich, 7 Euro für eine Steaksemmel finde ich schon heftig übertrieben. Auch wenn wir auf der DGM sind oder eben gerade weil wir auf der DGM sind, sind die Preise wirklich, wirklich überzogen. Also da könnten wir wirklich noch ein bisschen was tun, um den Besuchern entgegenzukommen. Es ist heftig. Es ist wirklich heftig, aber tut mir leid, ich bin hungrig, ich habe es ausgegeben und ich lasse es jetzt schmecken. So Leute, 20 Minuten nach meinem letzten Livestream, bisschen was gegessen, mittlerweile geht es mir wieder besser. Wer wissen will, was ich damit meine, einfach den Livestream angucken. Ja, und jetzt schauen wir hier einfach ein bisschen weiter rum. Ja, genau. Schauen noch hinten bei den Teams vorbei, filmen wir noch mal ein bisschen drüber. Ja, weiter geht's. So Leute, jetzt gehen wir mal in den hinteren Bereich, wo wirklich bloß die Teilnehmer sind. Links und rechts. Und wer sich erinnert, wo ich damals auf der anderen Messe war, direkt hinter dieser Mauer ist da dieser Innenhof, wo das Euklein bisschen Messe war. Tja, Barbecue-Rebellen. Also irgendwie habe ich noch keine Essensportionen gesehen, wo ausgestellt worden sind. Schauen wir mal hier bei Wild West Barbecue. Vielleicht sehen wir ja da irgendwas Schönes. Außer viele Pokale. Ich kenne dann gerade aus dem Fernsehen gar nicht so wirklich. Wir sind 10 Mann. Aber wer von euch steckt da? Das ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie schnell die Dinge rausgehen. Nein, nein, nein. Aber schöne Spieße. Schön leckere Spieße. Naja, schauen wir weiter. Nicht unbedingt biozertifiziert. Real Smoke Barbecue, wieder schön hergerichtet für die Juroren, die hier drin essen dürfen. Und die kleinen Weberlein. Tja. Ja, und das haben wir auch so gemacht. Ja, und aber irgendwie nicht wirklich was ausgestellt. Alle bei der Arbeit. Tische natürlich wieder schön dekoriert. Ruiderer.
endlich mal eine Sprache, die man versteht halbwegs. Öl ist teuer! So, den haben wir hier. Ja, keine Ahnung. Rock and Rost haben wir hier. Wen? Rock and Rost. Ah ja, alles klar. Oh, die Feuerplatte wieder schön voll. Das hintere sieht ja lecker aus, aber das vordere, naja, ich weiß nicht so recht. Ja. Das sieht so wassermäßig aus. Ja, da kommt's her. Ja. Wo ist der Gerrit? Achso, mein Aufkleber auf dem Rücken. Hier das Team vom Grillsportverein. Einmal 5 Euro bitte, Kasse steht da vorne. Ob der Coupon? Ich war nicht auf. Ja, die Vorstadtgriller. Und denkt immer dran, ich fange hier bloß ein paar Impressionen an, ein oder wie man da dazu sagt. Oh, schwere Worte heute wieder. Naja, einfach ein bisschen mitfilmen, wie gehabt. Tja, wenn ihr alles sehen wollt, Leute, dann müsst ihr selber daherkommen. Mhm. Aber es lohnt sich. Ja, ich würde mal sagen, das ist Leipzig Grillgut nicht zu überlesen. Tiroler Glurt. Die Ösis sind da. Also hier ist ja dieses Mal alles vertreten. IDGM, Internationale Deutsche Grillmeisterschaft. Reifen sie schon wieder alle zu. Allgrill.de. Okay. Ja. Die haben übrigens was zum Essen ausgestellt oder hergerichtet. Full Blood Barbecue Crew. Okay. Die Oberpfälzer Grill-Junkies und Grill-Junkie auch noch falsch geschrieben. Nein, das schreibt man ganz anders, nein, gell? Wir schreiben das richtig. Nein, nix da. Wer ist hier ein Junkie, gell? Was heißt Nachmacher, hä? Wir sind die wahren Junkies. Nein. Ja, doch. Das kann doch jetzt sein. Also, wir brauchen dieses YouTube-Zeug nicht. Euch kennt man ja deswegen auch so gut wie gar nicht. Ja, weil wir so einen blöden YouTube-Channel haben. Wie manche andere Junkies. Sehr schön. So muss sein. Immer Spaß dabei. Aber die Sachen sehen schon recht gut aus hier, was sie machen. Ja, das hätte ich jetzt auch von Junkies nicht anders erwartet, dass es gut aussieht. Gell? Ja. Gut, schauen wir weiter. Und wen haben wir da? Die Barbecues? Barbecues, jawohl. Ja. Das ist der Olli, der Chef hier. Der da? Ja. Okay. Aber es sieht auch sehr schön aus hier. Ja. Auch wenn ich jetzt nichts zum Essen sehe. Wo habt ihr das Essen versteckt? Was haben wir versteckt? Mensch, das Essen, wo habt ihr das Essen versteckt? Ja. Hier. Ja. Wir machen das ja. Alles in der Mikro warm, weißt du. Oh. Ich sage ja überall, wo wir hinkommen, irgendwas zum Lachen. Immer schön hier. Aber weißt du, was da passt immer. Fehlt? Warte mal, bleib mal schön. Irgendwas will er noch von mir? Ja. Also, ich krieg noch einen Aufkleber. Genau. Und den anderen nehme ich mal mit heim an den Schrank hin. Dreh dich mal um. Ich habe mich doch schon umgedreht. Nee, andersrum. Nein, hinten hin. Nee, vorne hin. Hinten hin. Alles hinten hin.
Und heute Abend, wenn ich heimkomme, filme ich, mein T-Shirt, was ich alles drauf habe. Man sieht sich. Ja. Ach übrigens, wenn ein Gerrit oder ein Sebastian vorbeikommt, auch draufkleben. Ja, so schaut es nämlich aus. Jo. Und dann schauen wir mal wieder weiter vor, was es noch alles so Schönes gibt. Tja, Dirk, speziell für dich, du bist nicht die einzige Werbeschlampe. Ah, gut, Glut hängt hier am Eck. Bist du hier der Einzige, wo noch was arbeitet, oder? Im Moment ja. Ja, einer ist immer der Loser, weißt du selber. Aber sieht gut aus, wie du die Pizza machst. Sieht schon mal runder aus als meine immer. Schauen wir mal, ob die auch noch. Schauen wir mal. Oh. Oh. Oh, ich darf gar nicht so auf den Grill gucken, sonst kommen gleich wieder die Tränen. Ihr wisst ja alle, wo meiner gelandet ist. Ja, sehr geil. Schauen wir weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier in dem Eck schon waren. Aber wie gesagt, die Aussteller und die Teilnehmer sind wirklich hier überall gemischt. Was jetzt absolut definitiv kein Fehler ist, aber man hätte das mit den Gängen ein bisschen besser ordnen können. Oder ja, da bedarf es noch ein bisschen Übung. Aber ansonsten ist es wirklich gut durchgemischt, so wie es dieses Mal ist. Also nicht so wie in Fulda, wo wirklich auf der einen Seite nur die Grillteams waren, auf der anderen Seite die Aussteller. Es ist wirklich richtig, richtig durchgemischt. Und das finde ich geil. Wie gesagt, Spiel the Spirit, High Vantage Barbecue. Ja, rumlaufen und immer wieder irgendwo in irgendeiner Ecke neue Teams entdecken. Oder halt alte, bekannte Teams. Was ich halt immer etwas verstörend finde, sind die ganzen blöden Zäune zwischendrin. Naja, da muss man wirklich dann außen rumlaufen. Ja. Auf jeden Fall. Da stehen sie, hauen sich die Birne voll. Richtig so weitermachen. Ich habe schon genug für heute. Irgendwie haben sie gerade alle Pause. Aber auch sehr schön hergerichtet. Passend zum Namen, das Thema. Feel the Spirit. Jo. Man of Fire. Warum sehe ich hier nirgends was zum Essen? Weil wir noch nicht so weit sind. Oh, das dauert immer. Wie ist der Zeitplan? Der Zeitplan ist für uns heute, das war 17 Uhr den ersten Gang ab. 17 Uhr erst? Ja. Um Gottes Willen, was ist denn das für eine Uhrzeit? Also heute sind 2 Gänge dran, morgen sind 4 Gänge dran. Boah. Hä, leider sind wir dieses Mal morgen nicht da. Ja. Ah, jetzt ist das leider. Diese Info erklärt einiges. Danke dir. Bitte. Ja, auch hier ist Tischle schön hergerichtet. Ja, ja, richtig. Die Rostbrätler sind das hier. Alina, warum schmeißt du dauernd deinen Hut weg? Weil das ist der Wind. Weil das ist der passt nicht. Seal and Smoke. Der Fuchs ist alles so gesehen. So, und jetzt haben wir nochmal den Big Boss hier. Ich habe vorher schon in meinem Video verraten, dass es nächstes Jahr wahrscheinlich wieder hier sein wird. Ja, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich wieder hier sein. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Allerdings ist es dann ja nicht die deutsche Meisterschaft, sondern wir machen dann die Weltmeisterschaft. Oh. Und ich möchte gerne, dass wir das
quasi zelebrieren als das größte Barbecue-Fest außerhalb der USA. Oh. Das heißt, es wird nochmal bedeutend größer werden. Wir haben hier die Fläche, die ist dann nochmal doppelt so groß ist sozusagen. Oh. Dazu muss es hier natürlich erstmal gut ausgehen, aber es sieht ja sehr gut aus. Ich habe schon eine Runde gemacht zum Trinkportier. Ja. Die Laune ist sehr gut, Wetter ist auch top jetzt gerade. Und jeder, der nicht hier ist, sollte vielleicht überlegen, auch mal schnell vorbeizukommen. Auf jeden Fall, wenn es hier gut läuft, dann machen wir nächstes Jahr die Weltmeisterschaft und zwar als richtig fettes Fest. Geil, da freue ich mich, da bin ich dann auch sämtliche Tage da. Das ist sehr gut. Und nicht bloß heute. Ja, 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 ich meine, das ist halt, ja, ist halt ein großes Happening hier, ne? Und es lohnt sich auf jeden Fall hier tatsächlich. Wie man es halt immer vorausplant. Und dieses Jahr war halt wirklich leider bloß der Samstag eingeplant, aber es hat sich definitiv gelohnt. Ja, das hoffe ich, dass du sagst. In dem Sinne, für die Leute hier, macht Spaß, alles cool. In dem Sinne, schauen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Ob ich wirklich alles drauf kriege, ich weiß es nicht. Es ist etwas verwirrend dieses Mal. Aber das kläre ich mit ihm jetzt noch ab. Ja, ist halt groß jetzt. Ja. Halt, halt, Alex. Stopp. Was? Stopp. Wem glaube ich jetzt dieses Gemüse? Dir oder dir? Dann glaube ich es an Alex. Halt fest, dann reiße ich bloß die Hälfte ab. Oh, geil. 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 Ich liebe manchmal Gemüse. Also Gemüse muss wirklich ab und zu sein. Gemüse kann lecker sein. Irgendwas, ne? Ja. Aber nicht zu viel. Das ist und sonst weg sein das Zeug grün aus den Ohren raus. Mhm. Ja. Green Egg ist hier auch mit einem riesen Verkaufsstand unterwegs. Da war übrigens auch gerade das Gemüse her. Der Bini. Wenn ich mich jetzt nicht gerade ganz irre. Ja. Dann schauen wir mal hier, was es noch so alles gibt. Ach, da kommen wir ja wieder bei den Bösis vorbei. Smoker Bandit. Das ist schon gut. Ja, und heute laufen wir mal ganz gemütlich durch und filmen alle, wie sie nichts tun. Stand wieder vom Bösis. Aber jetzt wissen wir ja mittlerweile, warum hier irgendwie nichts vorwärts geht. Süßkartoffeln? Süßkartoffeln. Ja, mit den Dingern habe ich bis jetzt irgendwie noch nie was anfangen können. Habe ich mal gehabt, haben wir nicht geschmeckt. Dann seid gespannt, was wir draus machen. Ja? Naja. Das ist ja geile Sache, die wir machen können. Kalle, der Schrei halt. Ich weiß nicht, was beim letzten Mal, ja? Ich doch der, wo viel lauter ist. Weißt du, was passiert, wenn wir zwei ein Video mal machen? Dann geht euch der Punk ab, Digga. Lass uns mal was Geiles machen. Ja. Beide nackig vor dem Grill, das nenne ich Asado. Sag mal, die lebenden fucking Schweine bei euch. Ich kann schon mal laufen, mach halt ein Video in der Mitte. Also, ich darf mal hier durchlaufen. Jo, no, geile Sache hier. Ja, sogar im hintersten Eck. Im hintersten Eck total versteckt. Sind die Mädels am Grillen? Ja. Schön? Bitte? Mädels grillen auch. Ja, richtig so. So soll es ja sein. Ja. OHG, keine Ahnung. Achso, das ist ein Angebot. Grillverkäufer. Und wieder mal das Bräuking-Zelt. Ja. Hier bei Yeti, Kühlflaschen, Wärmflaschen, ja, was weiß ich alles. Ja, ja. Na, hallihallo.
Okay. Lammkraft, ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt von dem Grill vorher noch nie was gehört. Aber es sieht doch mal richtig geil aus. Was mir auch hier jetzt sehr gut gefällt, sind die Brenner. Einmal auf der einen Seite und einmal komplett hier auf der anderen Seite. Also kein Fett, was direkt in den Brenner reintropfen kann. Kommt geil. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass durch diese beiden Brenner die Kombination von der Hitze richtig geil rüberkommt. Sehr geil. Ah, da drüben. Leute, hier ist er im Betrieb. Doch, ja. Ja, einen bloß? Okay. Richtig, richtig geil. Gefällt mir sehr gut. Bei wie viel liegt so ein Grill jetzt, wenn man normal handelsüblich kaufen würde? 6.390, wow. Aber wie gesagt, komplett V2A. Ja. Das sind 120 ja. Kilo von verbaut und handgefertigt in Deutschland. Mhm. Und auch die Zulieferer sitzen ja. Alle in Deutschland. Das ist wirklich ein Made-in-Germany-Produkt. Okay, das ist schon mal hervorragend. Also das war jetzt die große Version. Eine etwas kleinere haben wir hier stehen. Auch wieder hier. Die Technik finde ich echt faszinierend. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Wir kommen von der Zeit so. Okay. Bei was liegt der Preis? Bei 5.090. Ja. Leider außerhalb von meinem Budget, aber Flammkraft, also wer es mal wirklich übrig hat, finde ich einmal jetzt rein optisch vom Anschauen her und ja, wertig, richtig geil. Also gefällt mir schon. Ja. Leute, was soll ich dazu sagen? Es liegt außerhalb von meinem Budget, redet man nicht mehr drüber, aber geil sind sie. Von der anderen Seite. Den gerade eben hat man ja wahrscheinlich auch gekannt. Hier wieder wirklich Aussteller und Teilnehmer gemischt, da hinten zumindest. Hier sind jetzt wieder bloß ein paar Aussteller. Ja. Ganz vorne wollte ich, konnte ich nicht filmen. Da haben sie wieder die Musik so laut gemacht. Und ihr wisst ja, da kriegt man ganz schnell Probleme mit der GEMA. Ja. Ja. Jetzt habe ich wieder die Mädels verloren. Muss ich wieder zurücklatschen. Das macht nichts. Gehen wir hin und her hier. Ja, Ankerkraut ist auch vertreten. Doch mal den Moesterstand entdeckt. Für jede andere Fleischart. Genau. So, und jetzt übergebe ich wieder an Gerd. Zu der Bratwurst nochmal, wenn ihr die selber macht. Ja, der Radi ist auch da. Den habe ich jetzt schon seit Stunden nicht mehr gesehen. Jetzt mal Winterschlaf machen, nein, Quatsch. Ja, ich hab mein Bacardi schon verdaut. Ja? Lecker, oder? Super. Guck mal, Pizza gibt's da vorne. Das sind aber kleine Würstchen. Ja. Das ist ja ein kleiner Finger nicht einmal. Das stimmt allerdings. Aber Probierle geht immer. Ja, hau rein. Lass das schmecken. Dankeschön, dir auch. Ja, Leute, Paul ist auch wieder vertreten hier. Los. Ja. Sicher? Ja, Neustein. Hab ich auch. Nummer 1. Ja, ich bin mein Wohlstand. Und das ist halt das kurze Kleidchen. Den hinteren Bereich, da habe ich jetzt ziemlich weggelassen, weil da einfach die Musik ja viel zu laut wäre oder war. Naja. Aber was eigentlich
so ziemlich auf jeder DGM da war bis jetzt. Leute, immer wieder. Die O'Donnell, ja, Moonshiners. Das krieg ich schon hin. Tut er den wenigen selber im Wald brennen? Natürlich! Natürlich! Moment, Schmerzensgeldkasse! Was für mich? Ja, kannst du uns reinlegen. So, was sag ich? Nee, aber lecker. Ihr wisst ja, ich habe noch welche im Kühlschrank. Dann vom Hehlverlag dürfen natürlich nicht fehlen. Ihr wisst ja, einige Bücher habe ich davon. Kann man immer alle empfehlen. Wunderbar. Ananaslikör. Was habe ich da gerade auf dem gesehen? Kann man den probieren? Ja. Oh, das würde ich ja zu gerne machen. Kannst du gerne machen. Was machst du? Ananas Passionsfrucht. Ananas. Ananas. Frucht pur mit 7 Jahre alt. Umgesetzt, kannst du gut mit Sekt aufspritzen, kannst du gut ein bisschen. Ja, ohne Sekt. Ja, ja, aber probierst du mal pur. Ja, also. Also, ich glaube, dann nehmen wir mal ein Fläschchen mit. Wenn er mal jetzt schmeckt. Auch das Lunge, oder? Nur Lunge. Das Zeug ist wirklich lecker. Auch wenn jetzt so ein Fläschchen 23 Euro kostet, das war es mir wert. Und dafür habe ich mir aber nochmal einen Fresh-Champagner gegönnt. Zum Mischen gedacht. Geil. Danke. Ciao. So Leute, wir brechen hier jetzt ab. Ich war gerade noch bei der Dolly Sauce, der hat mir so ein kleines Lockerpaket mitgegeben, hat er gesagt. Ja, und jetzt machen wir uns so langsam auf den Rückweg. Irgendwas haben die jetzt noch gesehen und latschen noch irgendwo hin. Keine Ahnung, da latsche ich jetzt doch noch hinterher. Ich hoffe, dass die keinen Umweg latschen. Ah, jetzt bin ich aufgeklärt worden. Die Bienchen und Blümchen oder Alex und sein Geraffel. Ja, Alex hat sich auch ein bisschen was gegönnt. So ein Klappgrill. Ja, eine ganz andere Variante als ich habe. Aber auch optimal für ihn zum am Motorrad mitnehmen. Da gibt es wahrscheinlich dann auch noch ein kleines Video dazu. Und ja, dann hat er noch, sich noch so ein Räucherteil gekauft. Beim Smoking. Schauen wir mal, ob wir das auch noch irgendwann noch mal in der Video reinkriegen. Naja, und das holen wir jetzt noch und dann sind wir definitiv auf dem Heimweg. Aber den Chaoten hier bringen wir jetzt auch noch mal ins Video rein. Ach, mich meinte. Ja, dich, wen denn sonst? Servus. Ah. Ich glaube, man sieht das gar nicht in der Sonne. Doch, das geht schon, das geht schon. Das ist bloß auf dem Display. Ach so. Rolf, wie gefällt dir hier das Gelände jetzt in Stuttgart? Ja, also ich bin noch nicht sicher, ob es mehr Charme hat als Fulda, aber generell ist natürlich alles schon okay. Was ich gut finde, ist, dass die Teams mit den Ausstellungen kommen. Genau, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ja. Das ist geil. Ja. Jo. Ja, ansonsten arbeiten wir hier fleißig, wir grillen viel, machen die Leute noch mit und satt. Sehr schön. Genau. Ich habe aber nichts zum Essen gekriegt. Du warst ja nicht da. Ja, nicht daran, weil ich wahrscheinlich immer gerade woanders war. Genau. Ja, wir nehmen nochmal. Nein, ich nicht so. Ja, okay. Wir haben bloß dieses Jahr den Samstag eingeplant. Ja, in dem Sinne verabschieden wir uns. Und ja, daheim wahrscheinlich noch eine kurze Szene von meinem Rückenteil. War ich jetzt der Höhepunkt oder einfach nur der letzte Rest? Nee, du warst der letzte. Eindeutig. Okay. Alles klar, Rolf, wir sehen uns. Gewohnt, ja. Noch der Rest der Saubande, Sebastian, jetzt nicht wieder beleidigt sein. Aber ich meinte damit den Typen da. Beleidigt sein? Sorry. Leute, wir sehen uns. Wir hauen ab. Tschaikowski. Mach's gut. Was ist sein Klump alles dabei? Nein. Warum nicht? Eins fällt doch. Was, wo?
Mein Gefühl, genau diesen Teil. So was? Ja. Aha. Jetzt sehen wir doch schon vorher. Das ist das Megateil. Naja. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Also irgendwann wird man das Ding bestimmt ausprobieren. Da bringt dir der Zago, ich wäre froh, wenn ich es das. Jo. Ja. Jo. Also wir müssen jetzt noch auf den Grill warten und dann können wir gehen. Richtig. Okay. Da hinten stehen Kartons. Sind leer. Sind leer? Ja. Hast Schal ist leer gemacht. Jawohl. So, noch so ein letzter reumütiger Blick nach hinten. Bevor wir hier jetzt das Gelände komplett verlassen und definitiv wechseln. So, hallihallo, wieder zu Hause. Hallo. Und gute Fahrt gehabt, gute Heimfahrt. Ein paar Worte muss ich aber noch dazu sagen. Ein DGM in Stuttgart, eigentlich doch sehr geil der Platz. Gefällt mir sehr gut. Wir haben natürlich jetzt die kürzere Anreise als andere. Aber wir haben auch schon weitere Anreisen gehabt, oder ich, du nicht, zur DGM, wo sie ein ganzes Eck hinter Fulda noch war. Also das weiß ich auch noch. Und ja, so sage ich jetzt einmal, ist der Platz geil. Es sieht ja tatsächlich so aus, als ob sie nächstes Jahr sogar die Weltmeisterschaft dort machen. Da lassen wir uns aber noch überraschen. Es waren eigentlich bloß ja, ein, zwei kleine Pünktchen, was mich gestört haben. Es war einmal, liebe GBA-Leute, schaut's wirklich, dass wesentlich mehr Mülltonnen verteilt werden, auf dem Platz aufgestellt werden, dass man nicht so ewig weite Wege hat, wenn man was gegessen hat und hier ein kleines Häufchen Müll auf dem Tisch liegen hat. Was mich aber begeistert hat, wo anscheinend wirklich die Leute selber drauf geachtet haben, die haben die Wege tatsächlich in Kauf genommen. Also ich habe nirgends irgendwo wirklich einen Müll rumfliegen sehen. Dafür top an die Besucher, fand ich geil. Aber halt, es waren blöde Wege. Ein bisschen verwirrend war es aufgebaut, was ich aber auch geil gefunden habe, dass Aussteller und Wettbewerbsteilnehmer eigentlich gut gemischt war, dass man hat wirklich durchlaufen müssen, um alles zu sehen. Also es war richtig schön gemischt und es hat Spaß gemacht. Ja. Mit der Alina, das Grillen hat richtig Spaß gemacht. Mit Iffel und Alex, das war auch richtig geil heute. Also wir haben einen wunderschönen Tag verbracht. Leider haben wir keine Tellerbilder, nichts einfangen können. Aber ich hoffe, Gerrit und Sebastian, die machen noch tolle Videos. Heute und morgen. Ich glaube, die sind ja beide Tage da. Dass wir von denen dann noch was Ordentliches zu sehen bekommen. Und in dem Sinne sage ich jetzt einmal Tschaikowski. Bis zum nächsten Video. Wir sind nämlich mitten im Livestream. Okay, Leute. Ciao, ciao.